Moin YouTube und willkommen zur nächsten Runde bei World of Warships. Ja, alter Bekannter, unsere gute alte Brindisi mal wieder am Gassi gehen, ne, oder am Ausführen. So. Da die momentan halt noch in der Grindphase bei mir ist und ich unter der Woche nicht so viel Zeit habe für oder fürs Zocken. Oh, nicht zuletzt wegen Allergie. Oh, Himmel, Herrgott. So, wie gesagt, im Moment immer bis dienstags, wenn wir halt auf Twitch auch unseren Stream haben, komme ich halt leider nicht so großartig zum Zocken, was das angeht, gerade World of Warships. Daher werden wir die Schiffe, die aktuell meine Baustellen sind, wahrscheinlich ab und an auch mal ein bisschen häufiger sehen, wenn denn die Runden entsprechend interessant genug sind, ne? Wie gesagt, ich werde hier nicht großartig die besten Runden ausschließlich raussuchen oder eben bloß Runden, keine Ahnung, wo ich halt übermäßig viel Schaden mache. Ich bin jetzt hier kein World of Warships Spieler irgendwie, der hier dem einer abgeht, wenn er hier übelst die krassen Runden hat und sich dann so hinstellt, als ob er der übelste Pro-Gamer wäre. Ich mache bewusst einfach ganz normale Alltagsrunden. Wie gesagt, wichtig für mich ist halt immer, dass sie irgendwie unterhaltsam sind. Auch wenn ich vielleicht nicht selber die größten Schadenszahlen in den Runden erreiche. Aber wenn die Runde spannend wird, ist es ja in Unterhaltung auch gut. So, dann gucken wir mal. Erste Ziel wäre offen. Wir können auch noch mal kurz gucken. Team-Matchup sieht gar nicht so dolle schlecht aus. Gesundes. Na, wobei wir sind sogar Top-Tier, sehe ich gerade. 4 Zerstörer, kein U-Boot und kein Flugzeugträger. Das ist schon mal gut. Da bin ich schon mal gar nicht so abgeneigt. So, dann schicken wir mal auf die Hipper schon mal ein paar Grüße aus Rom. Ein paar Pizza-Grüße. Atem rauben, viel Schaden war das jetzt selber nicht gerade. Ob wir da noch mal ein bisschen was zurückschicken können. Das hat ärgerlich. Taschkent hat halt auch ganz gut Damage gemacht. Wie viel haben wir gemacht? Von 12 auf. Ach, das waren schon, war schon einberechnet. Okay. Also nicht so viel. Na, da kommen wir schon nicht mehr hin. Da können wir schon nicht mehr hinballern. Ja. Ah, vorbei, doch. 4000 haben wir auch noch mal gedrückt. So, festgefahren hat sie sich auch und damit war es das mit diesem Zerstörer. Oder auch nicht. Jetzt aber. Ja, sehr gut. Wollte ich doch gerade meinen. Wer ist er jetzt wohl gewesen? So, und wir werden jetzt erstmal drehen, denn ich habe keine Lust, jetzt hier alleine zu stehen. Wir drehen jetzt erstmal eine Runde. Einmal großer Wendekreis. So, unsere Zerstörer killen sich gerade wieder gegenseitig. Okay. Gut. Hier ist erstmal alles außer Reichweite. Da können wir erstmal nichts mehr groß machen. Alaska werden wir, glaube ich, sowieso nicht rankommen. Mal gucken. Nee, komplette Geografie im Weg. Schade. So, Richelieu könnten wir theoretisch. Nee, auch nicht mehr. Sind vor der allseits bekannte Kartenrand-Kreuzer gerade, ne? Zeit, dass wir uns hier ein bisschen nicht daran bewegen. Also, wir müssen erstmal gucken, dass wir ein bisschen auf Schaden kommen hier. Das ist ja im Moment noch eine Katastrophe. Erstmal gleich schießen, solange wir noch unsichtbar sind. Naja. War jetzt nicht wirklich atemberaubend, der Schaden. War jetzt leider nicht so wirklich atemberaubend, der Damage. Torpedos können wir nochmal gucken. 13,5 Kilometer. Würde theoretisch für die Richelieu schon reichen, hm? Generatore di fumo avviato.
nostra squadra è in vantaggio. Das hat sie zum Glück komplett verkackt. Wir werden einfach in die Richtung mal torpen. Müssen wir bloß aufpassen, dass wir hier schnell genug wieder wegkommen, ne? Vor allen Dingen an der Insel vorbei. Gucken, ob wir der noch ein paar mitgeben können. So, jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht zu doll Breitseite fahren. Rilasciata cortina fumogena. Gucken wir mal. Leider zu wenig. Muss man immer staunen, wie gut die Frontpanzerung ist, ne? Wir kommen halt wirklich nicht durch. Wir kommen wirklich nicht durch bei der Richelieu. Langsam und mühselig ernährt sich das Eichhörnchen. Was jetzt natürlich ein bisschen widerlich ist, dass jetzt hier im A-Cap schon was drin steht, ne? Und wir nicht sehen, was. Radarsimpuls auch noch. Ich zünden mal den Jäger. Vielleicht können wir irgendwas aufmachen durch Zufall. Müssen wir mal gucken. Ich meine, mega viel ist jetzt hier auch nicht mehr. Ist jetzt im Prinzip bloß noch die Alaska und die dürfte jetzt rausgehen. Oder auch nicht. Ja gut, die ist raus. So, es ist natürlich die große, große Frage, wo hier noch groß was ist, wo wir drauf rumkauen können. Ne? Denn allzu viel Schaden haben wir noch nicht. Das ist der Punkt. Zerstörer wäre zwar schön, aber... Die Schlachtschiffe werden wir auch nicht mehr viel von abkriegen. Tja. Das ist jetzt die große Frage. Ich glaube mal nicht, dass der Zerstörer vorpushen wird. Hm? Das würde mich jetzt ein bisschen wundern. Außer Motorboost wäre jetzt Schmacko, ne? Jetzt ein Motorboost, ey. So, das große Problem wird sein, der Zerstörer wird da wegfahren, bevor wir... Ah ja, wir sind nämlich schon gespottet, seht ihr. Tja, jetzt natürlich die große Frage, was tun? Das ist jetzt die große Frage. Wir schicken in die Richtung einfach mal ein paar Torps. Problema risolto, signore. Falls der Zerstörer sich entscheiden sollte, hier nochmal hinzufahren. Aber der muss halt schon sonst wo sein, ne? Der ist halt schon meilenweit weggefahren. Der muss halt schon mega weit weg sein. Bin ich ja mal gespannt, ob der Zerstörer noch mal irgendwo auftaucht. Ah, da ist er. Moin! Alarme incendio! Oh, jetzt haben wir gleich zwei Ziele, die wir beschießen könnten.
ich glaube, wir gucken, dass wir erstmal die Hipper wegkriegen. Oder auch nicht. Gut, dann halt doch erst den Zerstörer. La nostra vittoria è vicina. Jäger hochschicken, damit wir noch was sehen. Problema risolto, signore. Den hätten wir. Ja, Problem ist, wir brennen nochmal, ne? Und wir haben auch keine Lebenspunkte mehr. Ja, wobei doch, wir können nochmal. Wir können nochmal reparieren. Dürfte uns zumindest das Feuer hoffentlich nicht mehr killen. Und die gegnerischen Schiffe sind alle am anderen Ende der Karte. Also da passiert jetzt auch nicht mehr so atemberaubend viel. Naja. Nicht die atemberaubendste Runde, aber ist okay. Wie gesagt, ganz normaler Alltag hier im Spiel. Und da ist die Runde schon vorbei. Ah ja. Nicht mega perfekt. Aber wir haben überall noch ein bisschen mitgeholfen. Wie gesagt, auch wenn jetzt nicht schadenstechnisch atemberaubend viel rumgekommen ist, aber ist okay. So, unsere Zerstörerfreunde können wir gleich wieder loben. Die haben einen guten Job gemacht. Zerstörer, die oben stehen, sollte man immer loben. So. Und dann würde ich sagen, war das unsere Brindisi-Runde für heute, meine Freunde. Däumchen drücken, Kommentar da lassen und dann sehen wir uns in der nächsten Runde bei World of Warships. Bis dahin, schön gesund bleiben, drin gehauen und ciao, ciao.